Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start mit einer neuen Folge Let's Play Mass Effect Andromeda. Ja, und wir sind hier schon mitten im Gespräch, gehen mal ein bisschen zur Seite, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Wir sind... Die Sturmfront wird bereits intensiver. Ja, okay, die Sturmfront wird intensiver. Ja, wir sind auf unsere Kollegen hier gestoßen, haben das Shuttle gefunden, hatten hier einen Zwischenfall, und zwar sind hier Alien-Raumschiffe mit Söldnern quasi gelandet und haben für mächtig Ärger gesorgt. Jetzt müssen wir noch den Pathfinder finden und ja, da machen wir uns jetzt auf den Weg. Müssen wir schon... Oh, hier, toxisch. Okay, nicht so cool. Muss ein bisschen aufpassen. Was haben wir denn hier? Kann ich hier noch was machen? Mal eben gucken. Ne, keine relevanten Daten. Okay. Dann würde ich sagen, stoßen wir ein bisschen weiter vor. Und schauen mal, wo die Reise hingeht. Ich höre schon wieder ganz viele Geräusche. Na, okay, sind nur die Blitzableiter etc. Muss man ein bisschen aufpassen hier. Oh, 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 oh. Ja, richtig unwirtlich das Ganze. Wir haben nicht viel Zeit. Da, diese Stangen. Sie ziehen die Blitze an. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. So, hier ist ein Eingang im Berg. Diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Brandmunition. Mein Vater war offenbar fleißig. Ja, scheint so. Mit denen ist nicht zu spaßen. So, dann würde ich sagen, beeilen wir uns mal ein bisschen, bevor wir hier vom Blitz getroffen werden. Eine ziemlich clevere Idee. Nur so kann man hier überleben. Und indem man auf alles schießt, was sich bewegt. Wir sind nah dran. Dem Nachpunkt zufolge ist mein Vater da oben. Okay. Sir. Kopf runter. Was geht denn hier vor sich? Oha. Die haben eine richtige Kolonie hier errichtet. Sie haben diesen Ort erforscht. Gut, du hast tatsächlich was erkundet. Das ist mein Job als Aufklärungsexpertin. Richtig. Und du schlägst dich gut. Feuertaufe bestanden. Sir, Sie sagten, Sie hätten eine Idee wegen des Wetters. Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedback-Schleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Das passt zu einer Höhle, die wir entdeckt haben. Die Pflanzenwelt darin war vor dem Sturm geschützt. Klingt logisch. Und ich denke, wenn wir da reinkommen und den Turm abschalten können... Verschwinden die Blitze. Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Ja gut, dann würde ich sagen, keine langen Fragen, dann mal los hier. Es ist riskant, aber was bleibt uns übrig? Wir müssen da rein. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Wenn Sarah bereit ist, bin ich's auch. Wir riskieren aber, dass der Konflikt mit diesen Typen noch weiter eskaliert. Das heißt, wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Okay. Jetzt mal die ganzen Blitzableiter hier zerstören.
Ich denke, die Jungs kriegen jetzt Probleme. Finde ich gut. Und ich hoffe, wir sind nicht betroffen. Ich bin direkt hinter Ihnen. Zu der Struktur vorrücken. Sam, lade Kampfprofil. Oh, hält der so viel aus, oder? Scheint so. Angriff der Kohlköpfe hier. Ah, okay. Mein Kollege hat übernommen. Ja, auf Entfernung ist nicht so easy. Vor allen Dingen, ich verschieße gerade ein bisschen viel Munition. Ich rück mal ein bisschen vor hier. Habe ich auch ein bisschen mehr Deckung. Hab das Ganze auch ein bisschen besser im Blick. So, wo rennt er denn hin? Aber wie das Ganze hier läuft, gefällt mir gar nicht. Muss ein bisschen zügiger gehen. Ah, was mache ich denn? Die hat auch eigentlich gut Bums, die Knarre hier. So, und die ist auch ein bisschen entspannter zu bedienen. Ach nee, das ist doch hier der Vater. Ja, geh doch mal zur Seite. Ah, okay, so wirklich viel Bums hat die nicht. Da ist das Sturmgewehr schon ein bisschen aktiver. So, den müsste es eigentlich erwischt haben. Oh, er rennt hier ganz cool. Ich dachte, das wäre einer von uns. So, der ist schon da oben im Feuergefecht. Da muss ich mal helfen. Ja, er stürmt hier einfach mal so rein. So, Munition aufgenommen. So, hier sind auch wieder Behälter. Enzymampullen. Okay. Oh, hier sind einige Behälter. Graphit und Eisen. Gesundheit wiederhergestellt. Okay. So, dann leisten wir mal ein bisschen Unterstützung. Wir müssen unsere Flanken im Auge behalten. Nicht, wenn wir immer in Bewegung bleiben. So, was haben wir hier? Ah, okay, muss ich später gucken. Weiter so! Schafft ihr Vater das alles? Ja, frage ich mich auch gerade. Der rast da voll aus. Bereit? Wir gehen da rein. Ja, Sigi. Oh, da ist auch schon wieder ein Boss am Start. Das hat wehgetan. Oh, der hätte mich beinahe gegrillt. Boss oder kein Boss? Wenn wir zurückfallen, sind wir tot. Ah, hier sind ganz viele Behälter. Scheiße, die sind echt gute Schützen. So, wo ist der denn? Der ist aber recht flott unterwegs. Gib mir das Technikerprofil. So, da muss ich mir erstmal hier einen Weg rausschaffen. Dauert zu lange. Dann, Sir, woher bekommen Sie diese Profile? Sam, hilf mir ein bisschen! Was bedeutet das? Bin schon auf dem Weg. Konzentrieren Sie sich auf den Kampf! Wir sind... Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei! Sie haben ihn gehört! Wir haben es geschafft. In einem Stück. Es ist noch nicht vorbei.
Ich muss durch die Tür da drüben. Boah, hier ist aber echt übel was los. So. Da ist auch schon wieder ein Oberboss. Mit dem ist auch nicht zu spaßen. Wir haben nämlich schon einen Verletzten am Start, und zwar Liam. Komm schon. Okay, der ist wieder startklar. Nahkampfoptimierung. Ich weiß gar nicht, wo man oder wann man die Optimierung nutzen kann. Wahrscheinlich erst im Raumschiff. Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke. Wo sollen wir uns positionieren? Ja. Am besten hier, würde ich sagen. Oder? So, Truppe viele. Ich komme zurück. So, Y. C. Verstanden. Hä? Alles klar. Achtung, ich sehe Bewegung. Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmal. Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns. Ich werde gerade erst warm. Ich hoffe, ich hab's jetzt richtig gemacht. Die meinen es ernst. Halten Sie sie von ihrem... Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich, die Zeit wird knapp. So, jetzt kommen sie aber. Halten Sie beide Seiten! Sie dürfen nicht durchkommen! Ich unterstütze am besten von hier. Keine Ahnung, aber sie... Also, 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich sehr. Da ist schon wieder so ein Scheißbiest. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Da ist wieder so ein Scheiß-Obermotz. Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht geschossen habe. Kommen Sie voran. Auf den muss ich ein bisschen aufpassen. 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft! Recht unübersichtlich hier gerade. Sie ziehen sich zurück. Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. So, beide hierhin. Geschafft. Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen. Ah, nein. Probleme über Probleme. Geht die Tür hier nicht auf, oder? Sarah, ich brauche hier deine Hilfe. Ja, ich komme. Okay, gehen Sie. Wir halten hier die Augen offen. Leg dich richtig ins Zeug. Denkst du wirklich, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Mit wem? Eine Unterhaltung mit wem? Eher mit was? Ich denke, es ist ein System. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sieht nicht gerade vertrauenserweckend aus, aber vielleicht irre ich mich da. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Das sieht schon bombastisch aus. Ja,
Okay, der Sturm löst sich auf. Die freie Energie ist quasi abgeschaltet. Unfassbar! Es funktioniert! Du hast es geschafft! Es ist ein Hoffnungsschimmer. Es ist mehr als das. Es beweist, dass wir nicht verrückt waren. Wir finden uns selbst in einer neuen Galaxie zurecht. Das haben wir teilweise Sam zu verdanken. Es war lediglich eine Frage der Linguistik, allerdings freut es mich. Ach du Heilige. Oh, was geht denn jetzt hier ab? Entweicht hier noch Energie oder was? Irgendwie scheint da aber eine Atmosphäre zu herrschen, nur wahrscheinlich ist der Sauerstoff sehr gering. Sonst wären sie ja quasi direkt tot. Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen zurück. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Wieso bin ich dann noch hier? Hey, Sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam. Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir so leid, Sarah. Ich weiß, das ist ein Schock. Ich fasse es nicht, dass er tot ist. Alles war gut und dann ist er... Ich weiß, er konnte distanziert sein. Aber er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Warum sind wir im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber. Sie sind der neue Pathfinder, Sarah. Wow. Okay. Wenn es so sein muss. Nur keine falsche Bescheidenheit. Sie kriegen das hin. Cora,
Es war seine Entscheidung. Und ich respektiere sie. Aber die Aufgabe des Pathfinders ist eine große Verantwortung. Sind Sie dafür bereit? Es gibt sicher vieles, was ich nicht weiß. Aber ich werde es lernen. Falls es Ihnen hilft, ich bin für Sie da. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in Ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer Ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Sie braucht noch Ruhe. Ihr bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Ach ja, der Zustand Ihres Bruders ist unverändert. Aber er schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie Ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit Ihrem Vater. Er hat mir nie etwas davon erzählt. So konnte ich ihn besser verstehen. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch.
Echt? Habitat 7 gescheitert, vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Ja, wir sind zurück auf der Arche und haben die Zitadelle angesteuert. Ja, die außerirdische Spezies war nicht begeistert, dass wir die Energiequelle abgeschaltet haben und ich weiß gar nicht, sind wir jetzt hier auf der Zitadelle? Nee, ich glaube noch auf der Arche. Sieht auch aus wie Arche, die Pflanzen hier und so. Ja, die reden schon wieder hier unentwegt. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefällt. Gebt mir halt ein Feedback und supportet mich ein bisschen. Ich danke euch fürs Zuschauen und eventuell sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Ich bin raus, bis dann.